Hallo und herzlich willkommen zu Folge 102 von Xeres Rückkehr. Wir stehen hier mit auf dem Marktplatz von Kurata und wir bestellen jetzt erstmal Dietriche. Oder geben sie in Auftrag. Ich komme von Torben und möchte Dietriche in Auftrag geben. Hast du den Rohstahl und 100 Goldmünzen? Ja. Ja. Es wird ein Weilchen dauern, bis ich fertig bin. Ich werde die Dietriche dann einem Händler aus Korinnes mitgeben und er wird sie an Torben liefern. Du musst also auf niemanden warten. Okay, jetzt habe ich quasi 100 Goldmünzen habe ich, glaube ich, von Torm selbst bekommen. Allerdings frage ich mich, ob ich das irgendwie, ob ich da jetzt was geschenkt bekomme, dafür, dass ich 5 Vorschall aufgetrieben habe. Übrigens, ein paar Tipps hattet ihr noch. Ja, wir hätten auch Karl oder sonst wen einfach umhauen können mehrmals. Aber das wäre nicht ganz, also ich weiß nicht, das gibt ja auch Belia-Punkte. War schon okay, dass ich gerade so mit Ach und Krach die Truhe öffnen konnte, wo doch 5 Rohstahl drin war. So, dann gucken wir uns jetzt mal das Minispiel an heute. Bin ich mal gespannt. Deswegen sind wir unter anderem auch hier. Lass uns eine Runde spielen. Gern. Der Einsatz beträgt 10 Goldmünzen. Der Sieger erhält alles. Ich riskier's. Möge der mit der besseren Taktik gewinnen. Okay, wie mache ich das jetzt? Muss ich irgendwo draufdrücken oder was? Nee. Ah, hier sind die Figuren oder was? Gewinnt jeden Kampf, kann ich übersprungen werden. Sind das denn meine oder sind das seine? Wie mache ich denn das? Verliert jeden Kampf, oder? Das lohnt sich ja nicht wirklich. Was kann denn der Snapper? Einfach hier so hinsetzen. Ich habe immer noch übrigens gecheckt, wie das funktioniert. Keine Ahnung, was das bringt. Sind das jetzt hier meine oder ist auf der anderen Seite sind seine? Okay, was kann denn das Schaf? Keine Ahnung, setzen wir es einfach mal. Das ist mal ein Troll hier. Und die Blutfliege. Kann man die jetzt weiter nach vorne setzen oder wie ist das? Dann setzen wir nochmal die Blutfliege, ne? Ja, wie kann ich den jetzt nach vorne setzen? Ja, der macht die ganze Zeit was, aber ich nicht. Wie, hä? Oder kann ich etwa... Ach, jetzt bin ich erst dran, oder wie? Okay. Okay. Aha, der verliert jeden Kampf. Das lohnt sich ja nicht sonderlich. Das ist quasi ein bisschen wie Schach und jeder kann dann mit seinen jeweils nach vorne rücken. Probieren wir jetzt einfach mal. Ach ja, die muss ich auch noch verschieben. Snapper ist so ein bisschen wie der Turm, der kann nur nach vorne oder nach hinten. Kann ich den jetzt schlagen? Wieso kann ich den jetzt nicht schlagen? Der kann noch zwei nach vorne oder kann der nur zwei nach hinten? Das wäre doch witzlos.
Der kann überhaupt nicht seitlich, das ist ja total doof. Das weiß nicht, ich versuche halt mal da irgendwie durchzukommen, keine Ahnung. Der gewinnt jeden Kampf. Sehe ich das richtig? Gewinnt jeden Kampf, kann nicht übersprungen werden. Wieso kann der jetzt nicht wieder nach oben? Ah, das ist vielleicht der Verteidiger irgendwie, ne? Okay. Also wenn ich jetzt hier durchgehe? Ist jetzt durch die Figur, oder wie? Dann kämpf und raus. Oder ist der irgendwie auch raus? Ich glaube, ich muss da oben rein. Irgendwie. Ja, den kann ich auch nur halten. Was soll ich jetzt noch machen? Oh. Jetzt habe ich gerade drei Figuren verloren. Schon leicht ungünstig. Ja, ich muss mit dem hier bleiben. Muss ich den unbedingt bewegen? Naja, gut, dann mache ich es halt, da ist er weg. Habe ich noch meinen Troll. Habe ich überhaupt die Blutfliege, die ist total kacke. Ich glaube, das Ziel war es wirklich da oben durchzukommen, aber ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie ich das anstellen soll. So, der ist jetzt kaputt gegangen, weil der gegen den Troll gerannt ist oder was. Der Punkt ist, ich kann halt die Blutfliege nicht mehr aufhalten. Die kommt logischerweise durch. Knappe Niederlage. Aber mit ein bisschen Übung kann das noch etwas werden. So, jetzt habt ihr mal ungefähr gesehen, wie das abläuft. Ich fand's jetzt interessant, allerdings jetzt nicht so sonderbar spannend. Ist halt eine längere Runde, ist halt ein Minigame. Und eine Art Schachverschnitt mit verschiedenen Figuren. Keine Ahnung, ob man da dann später, also eigentlich kann man da ja auch irgendwas machen, sammeln, ne? So neue Figuren, je nachdem wie viele Leute man schlägt. Das heißt, irgendwann werden wir das vielleicht auch in Angriff nehmen, würde ich mal schätzen. Ansonsten, ja, das wollte ich ja einfach noch präsentieren. Ich muss ganz ehrlich sagen, so nach der ersten Runde, nachdem wir kalt ins Wasser gesprungen sind, es ist ganz okay. Allerdings nicht allzu spannend. Gemeiner Meine. So eine Scheiße hier. Bin wir erstmal bis um 11. Durchs Fenster durch, so wie immer. Wenn dann vor das Pfund. Pennwald. Halbe Stunde oder was? Dreiviertelstunde. Hauptsache Mana ist wieder voll. Nee, von hier ist glaube ich der Rückweg minimal kürzer. Dann gehen wir jetzt zurück nach Korinis, kaufen das neue Dietriche und werden dann mal nach der Anomalie schauen. Das Omelette, das wir dazu brauchen, haben wir dabei. Hätten wir doch nur eine Teleportrune, die uns den Wassermagier oder nach Elendil führt.
Weil das nervt wirklich. Also das mit Dreländel würde ja sogar noch gehen, wenn wir wenigstens einen Teleporter hätten, der bis zu den Wassermagiern, ne? Dann wäre der Weg ja nicht ganz so schlimm. Wäre es ja nur gerade kurze Berg hoch um die Ecke, schon sind wir da. Weil das einfach jedes Mal von der Taverne aus loslaufen müssen, das nervt halt irgendwie. Oh ne, was soll man machen, ne? Was soll man machen? Ich überlege auch noch, wir haben noch ein paar Schattenläufer auch in Relendl, ne, die wir umbringen könnten. Also es wird sich schon noch lohnen, mal ein bisschen durch die Gegend zu eiern. Das sind auf jeden Fall noch ein paar Trolle. Ein schwarzer Troll in der Mitte des Sees. Da könnte man schon noch ein bisschen was an EP mitnehmen. Apropos EP, nächstes Level up, oh, geht sogar. Halt, wir können aus der Richtung auch fahren, ne? Komm, dann fahren wir. Bin am Anfang die ganze Zeit hin und her gelaufen. So. Dass hier kein Teleportrone ist. Okay, dann. Ne, nix Großbauer, Xardas auch nicht, Bauernhof auch nicht, Kloster auch nicht, Hafenstadt. So. Ach ja. Jetzt geht's zur Sache. Da war ja was. Da war ja was. Wisst ihr, hier hat mich auch keiner angegriffen, wisst ihr? Ich habe ja hier auch eine seltene Rüstung. Und keiner sagt was. Oh Mann, oh Mann. Da wird dir schlecht. Die Folge heute ist äußerst seltsam. Denn irgendwie... Also was wir bis jetzt geschafft haben, ist das folgende. Wir haben erfolgreich Dietrich in Auftrag gegeben. Gut, und wir haben uns das Spiel angeguckt. Das hat auch ein bisschen was an Zeit gekostet. Muss man dazu sagen. Aber das war ja gerade eben dermaßen Griff ins Klo. Ich finde das halt komisch, warum greifen die einen den an? Wegen einer Söldnerrüstung. Ich meine, es geht jetzt schlimmer. Ich meine, wir hätten ja irgendwie jemanden ermorden können. Wahrscheinlich finden die jemanden in Geisterrüstung ja, irgendwie sympathischer als jemanden in der Söldnerrüstung. Von mir aus. Schön ist, wir können auch eine Runde hier Dingen fahren. Eine Runde mit der Bahn. Das einzige Positive hier. An dem dämlichen Vorfall schon wieder. Alter, was da? Büttlerfleisch drunter. Sehe ich doch. Hätte sich wenigstens minimal gelohnt, neu zu laden. Ne, aber ich kann es dann visieren. Da fällt dir nichts mehr ein. Aber halt, mir fällt was ein. Warum habe ich das eigentlich nicht gemacht beim. Ah, egal. Das haben wir ja auch noch. Hatte ich ganz vergessen. Hatte ich ganz vergessen. Wir können uns ja etwas schneller fortbewegen, wenn wir es wollen würden. Immerhin mit dem Amulett der Hast. Manometer. Das tun es halt noch so. Alle greifen dich an. Ich meine, ja, die haben es auch gesagt, ich weiß, aber du denkst trotzdem nicht dran, weil ansonsten kannst du ja mit Söldnerrüstung da auch rein. Das, da bringt dich ja keiner um. So, bis das Ding losgefahren ist. Ja, ich habe gesagt, dass wir mitfahren, also fahren wir auch damit. Auf der anderen Seite wären wir jetzt wahrscheinlich schneller durch den Teleporter, wenn wir einfach reingerannt wären.
Aber egal. Wenn es die Funktion schon gibt, muss man sie auch ausnutzen. Endlich wieder hier. Speichern wir mal ab, ne, sicherheitshalber. Bevor wir nochmal herlaufen müssten. Und Hafenstadt. So, und jetzt sagt mir einfach mal keiner mehr was, ne? Warum auch? Und jetzt muss ich. Die Dietriche sind gerade angekommen. Danke für deine Hilfe. Lass uns handeln. Okay, aber ich habe gerade eben 100 Gold erhalten, also immerhin. Ja, damit. Warte mal. Warte, was? Muss ich das nochmal machen, oder wie? Hast du noch Dietriche für mich? HMM? Nein, du hast mir alle abgekauft. Ich müsste erst wieder welche machen lassen, aber das dauert seine Zeit. Kann ich die Zeit irgendwie abkürzen? Du weißt ja, was zu tun ist. Geh zu Robert. Okay, also wir können das mehrmals machen. Ich gehe, in Ordnung. Bring ihm am besten 5 Stangen Rohstahl und einen Lohn von 100. Okay, also so können wir jederzeit, das ist ja keine Quest, da können wir quasi durchgehend die Dietriche dann in Auftrag geben. Das ist natürlich ein bisschen ätzend, da die ganze Zeit hin und her zu reden. Aber wir haben jetzt ja erstmal wieder ein paar 30, um genau zu sein. Weil jetzt alle anderen abgebrochen sind. 3x Rohstahl haben wir noch. Dann könnten wir das so immer wieder machen, wenn wir es denn wollten. Mit 30 sollten wir jetzt erstmal zurechtkommen. Ich werde auch erst hier alles knacken, wenn wir ein bisschen mehr Geschicklichkeit haben. Sonst, ne, das gibt nämlich auch einen Sack, wenn es die ganze Zeit kaputt geht. Blickfang-Amulett. Ist das das hier, das Unsichtbaren? Dürfte das sein, ne? Von Saturas. Gucken wir mal, ob das hier ist, wo Argus stand. Oder ob es doch die Assassinen sind. Und jetzt soll ich hier quer die Mauern entlang rennen erstmal, oder wie? Ich würde mal rein theoretisch vermuten. Erstmal, dass es sich um die Assassinen handelt. Also Argus ist ja auch irgendwie eine seltsame Persönlichkeit. Aber ja, die Assassinen sind ja, ne, was machen die hier? Da fängt es ja schon an. Ich frage mich, was die Stadtwachen da denken müssen. Da rennt da einer einfach die Mauern entlang, wie so ein Wahnsinniger. Ignoriert es einfach gekonnt. Dankeschön. Die Anomalien. Ich laufe natürlich trotzdem hier entlang. Einfach nur, weil es sich anbietet. Einmal um den Graben herum. Jo, und als hätte das alles nicht schon gereicht, dass ich einfach umgeknüppelt werde in Korinis. Nein, dann kackt natürlich noch das Spiel ab. Das hat natürlich gerade noch gefehlt. Und zwar genau hier vorne. Wieso, weiß ich allerdings nicht. Entweder kommt da jetzt die Sequenz. Oder es hat andere Gründe. Wir werden das gleich erfahren. Aha. Stimmt ja. Jo, jetzt ist es da gerade eben nochmal abgeschmiert. Bei dieser Sequenz. Also so ganz hat mir das nicht gefallen. Aber ja, wir sind noch hier. Und ja, Argus hat wohl einen Zombie weggerotzt hier draußen. Dunkle Magie. Ja, oder spiele die ganze Zeit über nur mit uns. Dann müssen wir mit Argus wohl in der nächsten Folge mal reden. Ja, in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge.
Dann hoffentlich mit weniger Störungen. Und ja, bis dahin, tschüss.